Willkommen zurück, liebe Freunde meines Kanals, zur voraussichtlich erstmal letzten Folge zur Classic Beta von World of Warcraft. Es geht ja noch munter weiter hier auf dem Kanal, auch mit World of Warcraft. Aber für die Classic Beta ist heute eigentlich der letzte Tag angebrochen. Normalerweise müssten wir jetzt ja eigentlich schon das Event am Laufen haben. Ich bin sehr gespannt, welches es ist. Hier bin ich auf jeden Fall gerade noch in 1000 Nadeln. Aber ich begebe mich mal zurück zu meiner Hauptstadt. Ab zurück nach Stormwind. Und dann schauen wir mal, was dort abgeht oder auch nicht abgeht. Also es gab ja damals, wie gesagt, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, gab es ein Event am Ende der ersten originalen Beta. Also zu World of Warcraft, bevor das Spiel herauskam. Gucken, ob es es jetzt wieder so gibt mit dem Einfall der brennenden Legion. Ansonsten schauen wir einfach mal, was wir hier noch finden. Dann weiß ich es nämlich sonst auch nicht. Also es hat auch noch kein Magazin darüber berichtet. Ich habe auch gerade schon mal geschaut. Bisher passiert hier noch nichts. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht passiert ja auch gar nichts zum Ende. Vielleicht ist ja das Event, dass irgendwo ein lustig gekleideter NPC herumsteht. Ein Weihnachtsmann. Wir schauen einfach mal nach. Ja, einige haben schon unter der letzten Folge geschrieben. Ja, vielen Dank für das Projekt. Das war sehr toll. Also das war noch nicht die letzte Folge. Das ist die letzte Folge. Ich glaube, das hatte ich auch im Video ein paar Mal erwähnt. Ich glaube auch, dass manche Leute erstmal kommentieren und dann das Video schauen, was es prinzipiell in Ordnung ist. Was dann aber so enden kann, dass halt exakt genau das passiert, dass die Leute denken, okay, es ist ja der 12., der letzte Tag, sozusagen. Naja, wir schauen mal. Es gab schon mal als Feedback zur Beta-Reihe, ein paar mehr Instanzen wären schön gewesen. Ja, das stimmt. Aber ich hatte es ja schon öfter erwähnt, dass ich schon sehr schnell das Gefühl hatte, irgendwie war da auch in der Gruppenfindung so ein bisschen die Luft raus. Ja, hier stehen jetzt auch gerade ein paar Leute rum. Schön die Level 40 Spieler. Ja, nicht alle. Aber so richtig passiert jetzt hier nichts. Meine gut, wir haben es 9.36 Uhr, vielleicht geht das Event erst später los. Das wäre natürlich blöd, denn dann müsste ich entweder noch eine Folge aufnehmen oder müsste das dann so reinschneiden oder wir lassen das einfach sein, denn ich weiß dann nämlich nicht, wann das sein soll. Ja. In der Gilde ist wie immer keiner online. Die Schwarzfelskläuse. Nicht gerade die aktivste Gilde, wie mir scheint. Ingame-Post habe ich jetzt auch keine bekommen. Es gibt auch keine Nachricht im Hauptchat. Was da los? Frage ich mich da. Was ist da los hier in der World of Warcraft? Die Sache ist, wenn das jetzt erst in ein paar Stunden losgeht, dann schlafe ich ja vielleicht sogar schon. Und es wäre jetzt auch blöd, wenn sie das Event jetzt nur für so 2-3 Stunden am Abend machen. Ja, hier stehen jetzt auch viele gerade nur rum. Was gechattet wird jetzt hier, glaube ich, auch nicht. Oder habe ich den Say-Chat einfach aus? Nö, das ist alles an. Alle Chats sind an. Ich könnte alles sehen. Ich feiere übrigens deine Schultern. Sind mega geil. Das sind, glaube ich, die Schurken T0-Schultern. Ich kann ja mal in den Chat was schreiben. Wartet mal. Anybody knows more about the event? End of Beta Event. So. My God. Vielleicht schreibt dann ja noch jemand was mit dazu. Was machen wir jetzt erstmal? Ich glaube, wir würden dann... Nope. Immerhin kommt eine Antwort. Vielleicht wurde die Beta jetzt sogar heimlich verlängert. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ich habe heute mal extra im Beta-Forum nachgeschaut, ob es da neue Infos gibt. Da gab es auch nichts.
Ich liefere nur feinste Waren. Oh, nee. Nicht leichte. Nicht. Ah, verdammt, ich hätte ja auch mit langsamer Fall darunter gekonnt. Stimmt, hätte ich auch machen können. Hier bei 1000 Nadeln. Hätte ich schön langsamer Fall benutzen können. Fällt mir jetzt erst auf. Schönen Tag auch. Also richtig Antworten kriege ich jetzt auch keine. Deswegen lasst uns erstmal so ein bisschen den Quests weiter folgen. Vielleicht gibt es gar keinen. Vielleicht meinten die mit Event irgendwas auf der Webseite oder so. Ich bin verwundert. Seht mich hier sehr verwundert an, ihr lieben Leute. Weil eigentlich bin ich ja nachher verplant und das war jetzt heute so ein bisschen meine Chance, den nochmal aufzunehmen. Seid gegrüßt. Deswegen wäre jetzt schade, wenn ich es verpassen würde, aber ansonsten wäre es natürlich halt einfach so. Ihr lieben Leute, generell erstmal zu dieser Videoreihe. Ich habe es ja nun schon öfter mal erwähnt. Sie ist ja ungeplant entstanden. Habe den Zugang bekommen, einfach mal eine Folge aufgenommen. Plötzlich gab es da ein sehr hohes Interesse. Das hat mich sehr gefreut. Aus mehreren Gründen. Natürlich, ich freue mich immer, wenn Leute gerne meine Videos schauen. Dafür mache ich sie ja, ne? Das ist ja der Hauptgrund hier. Der zweite Grund ist, dass ich schon seit Jahren probiere, irgendwie meine Liebe für World of Warcraft auf meinen YouTube-Kanal zu bringen. Und bisher hatte das nie so richtig gut funktioniert. Und jetzt hier mit der Classic Beta haben wir zum ersten Mal wirklich einen Draht zueinander gefunden. Also wie ich, World of Warcraft und ihr, wie das so ein bisschen zusammenpasst. Das hat mir jetzt schon sehr gefallen. So, warte mal ganz kurz. Die nehmen wir raus. Deswegen, das war so für mich so einer der schönsten Aspekte hier am Spiel. Oder an dieser Zeit. Dass wir halt einfach mal schön zusammen WoW genießen konnten. Nochmal eintauchen konnten in die Welt von Classic WoW. Von Folge 1 an natürlich auch von Leuten mit unterwandert, die gesagt haben, es ist gar kein Classic WoW. Denn es gibt ja Sachen, die waren früher gar nicht so. Ja, haben wir schon 1000 Mal drüber geredet. Ich finde es trotzdem toll, dass Blizzard das macht. Dass Blizzard hier auf dieses jahrelang gehegte Feedback oder geäußerte Feedback eingeht. Es ist schon so ein bisschen klar, dass Blizzard das jetzt nicht aus reiner Nächstenliebe macht. Ich glaube, sie wollen hier auch viele alte Spieler zurückgewinnen und wollen auch ein ultimatives Argument schaffen, nicht mehr auf Pre-Shards zu zocken. Ach, schön hier, oder? Ach, es ist schön hier. Und deswegen, unter anderem deswegen, ich glaube, nach Steinbacht gehen wir, wir können auch diesen Weg nehmen. Ja, unter anderem deswegen machen sie das. Und ich finde es aber trotzdem toll. Also auch, wenn man jetzt sagen kann, ja, Blizzard weiß nur nicht mehr, was sie tun sollen. Ich glaube, der Druck ist einfach größer geworden. Das ist das, was man hier sagen muss. Früher hatten sie halt noch 10 Millionen Spieler und da war es ihnen egal, wenn jetzt ein paar Leute geschrieben haben, ja, wir wollen aber Classic, weil sie gesagt haben, hey, wir haben aber 10 Millionen Spieler in Cataclysm, ne? Wer will schon Classic? Jetzt haben sie deutlich weniger Spieler. Niemand weiß, wie viele Spieler es aktuell wirklich gibt. Wo rennt der da hin? Also niemand weiß, wie viele Spieler es wirklich gibt. Das kann man nur schätzen. Böse Zungen behaupten weniger als 1 Million. Ich bin der Meinung, da hat WoW bestimmt noch ein bisschen mehr. Aber natürlich uns allen ist klar, dass die Zahlen stark gesunken sind. Und da ist natürlich dann da wirklich am Ende, das muss man so zugeben, der Druck noch ein bisschen höher, zu sagen, okay, wir liefern hier dann doch nochmal sowas nach. Es war ja auch ihre erfolgreichste Zeit. Es wird wahrscheinlich nicht nur daran liegen, aber wie schon gesagt, Blizzard macht das hier nicht nur aus reiner Nächstenliebe. Sie folgen natürlich auch den Plan,
dass sie WoW wieder attraktiver machen und auch so ein bisschen mit der Nostalgie spielen. Das hat bisher immer sehr gut funktioniert. Wenn sie auch in Add-ons mit Nostalgie gespielt haben, hat das immer viele Leute gezogen. Alleine, dass sie Illidan in Legion zurückgeholt haben, hat Legion doch mal richtig nach vorne gebracht. Ah, ich mag Legion sehr. Mein tolles Add-on. Naja, und jetzt halt hier mit Classic wirklich nochmal ganz zurück an den Anfang. Und ich bin dabei. Ich bin auf jeden Fall dabei. Die Beta hat mich überzeugt. Also ich war ja zuerst skeptisch, habe ich ja schon mal erwähnt. So, Ich bin auch nach wie vor nicht hundertprozentig überzeugt, dass das hier dauerhaft ein Mega-Erfolg wird. Das muss ich erst beweisen. Aber für mich selbst hat mich die Beta überzeugt, dass ich hier dann wirklich mit euch zusammen spielen werde. Deswegen machen wir ja auch die gemeinsame Gilde. Deswegen startet das ja auch. Auch wenn sich jetzt heute irgendwie alles so nach Ende, nach Abschluss anfühlt, ist es eigentlich nur das Vorspiel gewesen. Das hier war das Prequel. Und die richtige Action, die geht hier natürlich noch los. Die richtige Action, die wir hier erleben werden, das geht ja alles noch los erst. Da sind wir ja noch lange nicht fertig. Wir machen jetzt die Übergangsphase auf 8.2, einfach weil es anders nicht möglich war. Oh Gott, Elite. Und danach mal schauen. Boah. Wow, Leute. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich glaube, das kann ich dann knicken hier. Also wenn sich Taril Zu nicht da zufällig hier in dem Turm aufhält, ich schaue gleich nochmal in die Quest, dann hat sich das eigentlich jetzt hier schon gerade von selbst erledigt. Ich schaue nochmal in die Quest rein, warte ganz kurz. Hui, ja, Elite, aber was für welche hier. Boah, nee, gegen drei habe ich keine Chance. Also einen könnte ich mit ein bisschen hin und her blinken auseinandernehmen. Aber drei von denen, Okay, dann hat sich das jetzt hier auch erledigt. Gut, dann machen wir vielleicht doch im Dämmerwald weiter. Und gucken, was wir da noch machen können. Schade, ich dachte jetzt, dass wir den auf jeden Fall dran kriegen. Aber nicht. Ja, wie gesagt, das fühlt sich hier gerade alles so nach Ende an. Dabei ist es der Anfang von etwas, das richtig groß werden kann. Im Livestream, auf dem Channel, mit euch zusammen. Und darauf freue ich mich wirklich. Also ich freue mich da wirklich megamäßig drauf. Ich fand es super schade, dass die Beta so limitiert war. Ich hätte ja eine Gilde hier gegründet. Ich hatte es ja gesagt, wenn sich genügend Leute aus der Community finden, die auch auf dem Beta-Server unterwegs sind, weil einfach mehr Leute eingeladen werden von Blizzard, dann hätte ich hier schon eine Gilde aufgemacht, aber das hat sich ja nicht ergeben und sogar meine Gilde ist, ja, inaktiv. Wobei Barlo war zwischendurch ein paar Mal online. Ich glaube, der hat zwischendurch noch ein paar Mal gestreamt. Wie würde Dalukat jetzt sagen? Ja, ist doch auch klar, niemand will es ja doppelt spielen. Ne? Kann ich auch verstehen. Im Endeffekt müssen wir ja alles nochmal machen. Ich glaube, das verstehen dann immer manche Leute nicht so richtig. Ja, es ist geil, in der Beta zu sein, aber man weiß, man muss ja alles nochmal von Anfang an neu spielen irgendwann. Also jetzt hier wirklich auf Level 60 und die Raids machen, das wäre, finde ich, auf jeden Fall verschenkte Liebesmüh. Wobei, wenn das Spiel richtig neu ist und so richtig heiß ist, dann man auch mit Leuten dann darin unterwegs ist, dann kann das schon wirklich eine Gemeinschaft sein. Also ich glaube, gerade damals zu Release oder davor, zur Beta 2004, da gab es schon krasse Communities auf dem Beta-Server und viele erfolgreiche Gilden haben sich schon dort gegründet. Da haben die richtigen Spieler zusammengefunden, sich vorgenommen, auch nach dem Release richtig was zu erreichen in dem Spiel. Und einige haben es ja auch, zumindest über die Zeit. Ich weiß gar nicht, wer von den ganz großen Gilden heute noch übrig ist. Die Frage ist ja auch, welche Gilde zählen da alle mit, oder welche Gilden zählen da mit rein? Gilden, die seit Classic dabei sind, manche sind ja auch erst später mit dazugekommen.
Ich bin euch noch ein Thema schuldig. Und das schiebe ich jetzt ja schon die ganze Zeit auf. Und zum Glück fällt es mir gerade ein, dass ich es noch erzählen muss. Wir wollten ja noch über AQ40, also über Ankyurai, sprechen. Und diese Chance nutzen wir. Dadurch, dass wir jetzt auch kein Event machen können, nutzen wir einfach diese Chance, hier nochmal über zu tun und seine Gang zu sprechen. Hallo. So, wir fliegen jetzt erstmal nach Dunkelheim. Ankyurai, was wollte ich da erzählen? Es gibt einfach zwei schöne Geschichten, eigentlich sogar drei. Die erste ist alleine dieses Event, was für Ankyurai gemacht wurde. Ankyurai kam, glaube ich, mit Patch 1.7, ging das Event los, oder 1.8, also relativ spät, ging das Event los, dass Ankyurai die Tore geöffnet werden, das Siegel gebrochen wird, denn darin eingesperrt ist ja der alte Gott Zetun. Also ähnlich wie Ensorf oder Yogg-Saron sind ja die alten Götter eingesperrt worden damals von den Titanen. So auch Zetun ist der erste alte Gott, dem wir begegnen, und der herrscht über diese Litiden und treibt da auch ordentlich sein Unwesen. Man muss bei den alten Göttern mit dazu sagen, die sind nicht nur dann gefährlich, wenn man ihnen gegenübersteht oder wenn sie frei sind. Die sind auch schon gefährlich, wenn sie es schaffen, eine gedankliche Verbindung mit einer Person herzustellen. Und so war es halt auch bei Zetun. Und das Event war, wir rüsten uns für den Krieg, und da mussten die Spieler Verbrauchsgegenstände, also das ging über Blumen, über Stoffe, über Erze, alles zusammentragen, bis Summe X erreicht wurde und mit Summe X dann die Quest freigeschaltet wurde. Und dann konnte ein Spieler auf dem Server konnte diese Quest machen, mit der dann Ankyurai feierlich geöffnet wird. Das war ein riesen pompöses Event. Außer auf nicht so gut besuchten Realms, da hat Blizzard dann die Tore einfach so geöffnet, damit die überhaupt nach Ankyurai rein können. Dann gab es Ankyurai 20, das ist so vom Gear-Level zwischen Molten Core und BWL angesetzt gewesen. So, ja, dadurch, dass es auch eine 20er-Inni war, so ein bisschen für all diejenigen, die auch schon Zul'Gurub gemacht haben. Die konnten das auch. Also die konnten dann auch da rein. Wer gut zu Gurub equipped war, der konnte auch nach Ankyurai 20. Und das Wichtigste bei Ankyurai 20 waren eigentlich die Skillbücher gewesen. So. Genau, die Skillbücher waren so das Wichtigste in Ankyurai, was man kriegen konnte. Also in Ankyurai 20. Ankyurai 40 war dann nochmal ein vollständiger Raid mit einem eigenen Set. War kein T-Set. War dann eher ein spezielles Ankyurai, also ein spezielles Set für Ankyurai. Das nächste T-Set kam ja erst mit Naxxramas. Und Ankyurai 40 war ein ziemliches Highlight. Also es ist wirklich von den Spielern sehr intensiv gespielt worden. Mussten sie ja auch, klar, man wollte ja weiterkommen. Aber es gab da wirklich auch Bosse darin, die waren wirklich, galten als unbesiegbar. Also es gab dann wirklich Bosse, dem wurde lange Zeit nachgesagt, Blizzard verfolgt hier eine Strategie, die Spieler mit unschaffbaren Bossen bei Laune zu halten, denn, keine Ahnung, sie kommen nicht voran mit dem Content, müssen die Spieler jetzt richtig lange festnageln. Ankyurai 40, die Twin Emperor zum Beispiel. Das war schon eine richtig krasse Boss-Mechanik, weil man einfach zwei Bosse hatte, die man halt speziell tanken musste. Und da natürlich viele Spieler so ein bisschen... man muss ja sagen, dass früher waren ja die Boss-Mechaniken noch nicht so wie heute alle ausgefuchst. Manchen Bossen musste man sich auch einfach nur ganz speziell hinstellen und irgendwelche Sachen in der richtigen Reihenfolge machen. Also das war alles noch nicht so ausgearbeitet wie heute. Und da war Ankyurai 40 schon ein ganz anderes Level. Genauso wie dann auch später Naxxramas. Ja, das war vom Aufwand der Instanz schon was ganz anderes, als man das vorher so gewohnt war. Und dann natürlich
natürlich dann Zertun. Also das war ein richtig krasser Boss. Ich glaube, bis Ankyurei 40 das erste Mal besiegt war, sind viele Monate vergangen. Das war damals auch Standard. Also auch Onyxia, das hat, glaube ich, also Onyxia ist erst ein halbes Jahr nach Start vom World of Warcraft das erste Mal besiegt worden. Und da waren schon viele Spieler Level 60, mussten sich halt erst hochequippen, mussten halt die damals noch, ich glaube, das waren ursprünglich ja mal 15-Mann-Instanzen, also UBRS und OBRS waren ja für 15 Mann, wurde dann auf 10 Mann runtergestellt. Scholo und Stratholm waren ursprünglich 10 Mann, sind dann auf 5 Mann runtergeschraubt worden. Und da mussten sich die Leute natürlich erstmal equippen. Genau wie vielleicht ja auch schon mal die ersten Teile aus Molten Core sammeln oder zumindest. Obwohl, ich glaube, das T0,5-Set kam erst später ins Spiel. Das war noch nicht von Start an verfügbar. Und ich fand halt diese Idee mit diesem Global Event halt total toll, dass einfach alle Spieler dran zusammenarbeiten können, den Dungeon zu öffnen. Dann gab es dann ja auch Wettrennen zwischen den Servern. Natürlich, man wollte verhindern, dass ein anderer Server mit einer anderen Top-Gilde sich den World First holt und hat dann zum Beispiel die Friedensblumen weggelootet. Da waren dann richtig kleine Troops auf den Servern unterwegs. Das ist jetzt nicht ständig passiert, aber es gab diese Stories, dass sich wirklich dann die Leute gegenseitig die Sachen weggelootet haben. Einfach nur, um zu verhindern, dass der andere Server schneller ist. So, das war richtig witzig. Das war aber auch eine Zeit, da haben auf einem Server bald, also auf den großen Servern, 50.000 Leute gespielt, sagt man. Gab ja nie offizielle Zahlen, wie gut ein einzelner Realm besucht ist. Aber ja, das ist damals auf jeden Fall so eine Story gewesen, dass man sich so gegenseitig die Items weggelootet hat. Und auch die kleinen Server auf die Barrikaden gegangen sind, weil sie gesagt haben, also die kleinen Realms, hey, sorry, entweder passt ihr die Menge an Ressourcen an oder denkt euch was anderes aus, aber irgendwie kommen wir hier nicht voran mit unseren 10 Spielern auf dem Server. Da musste, wir haben wie gesagt Blizzard dran und musste da mal helfen, dass die das auch hinkriegen. Und was natürlich witzig war, ist, dass dass Ankyurei 40 ist für den Ban von mindestens einer Gilde verantwortlich, die einen Bug benutzt haben bei den Twin Emperor, um da den World First zu holen. Da gab es einen Bug, den sie herausgefunden haben, den sie dann ausgenutzt haben. Da musste dann Blizzard eingreifen und da so ein bisschen die Leviten lesen. Wie genau der Bug funktioniert hat, ich glaube, man konnte den einen Emperor in die Wand tanken. Das haben die abused. Wow. Boah, wer einfach drei Sachen widerstanden hat, die ihn hundertprozentig getötet hätten. Boah, krass. Und das, also wie das genau funktioniert hat, weiß ich nicht, aber ich glaube, ich weiß nicht, welche Gilde das war. Ich glaube, bei den Twin Emperors war es Destiny, die Gilde, die da für Furore gesorgt hat, unter anderem. Und dann gab es ja noch einen zweiten Bug, und zwar konnte man eine Datei, und das ist ja eine ganz witzige Geschichte, man konnte eine Datei im WoW-Ordner auf dem PC verschieben oder eine andere Datei einfügen. Man konnte quasi den Client modifizieren, man hat einfach eine Datei ausgetauscht oder hinzugefügt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das ging. Ich habe das ja nie gemacht. Und dann gab es ein Loch in der Karte, denn eifrige Spieler haben herausgefunden, dass man, wenn man in der Instanz ist, wenn man durch den Boden fällt, man direkt in Zutuns Kammer herauskommt. Und um den Weg abzukürzen, gab es eben dann eine ausgetauschte Datei. Dann war an einer Stelle ein Loch im Boden. Und da, ja, konnte man reinspringen und kam direkt bei Zutun raus. Fand Blizzard auch nicht witzig, die haben da ganze Gilden gebannt. Also ganze Raid-Gruppen. Gilden ist, glaube ich, übertrieben, aber ganze Raid-Gruppen wurden da gebannt.
die das ausgenutzt haben. Es war schon richtig, richtig krass. Das ist zu weit entfernt. Oh gosh. Storytechnisch kenne ich mich jetzt bei Ankyurei nicht ganz so aus. Ich weiß, dass der bronzenfarbene Drachenschwarm da auf jeden Fall seine Finger mit im Spiel hat. Ich glaube, das waren die Bewacher des Ganzen. Und zu tun galt halt lange Zeit als härtester Boss im WoW und wurde dann abgelöst von jedem zweiten Boss in Naxxramas. Boah, widerstehen. Alter Verwalter, ey. Ja, Naxxramas war dann als Instanz ein bisschen unglücklich. Also ich fand die Story hinter Naxxramas total geil. Kennt ihr dann noch diesen, den Patch-Trailer, den es ja damals zu Naxxramas gab? Also, wo die Geschichte von wo die Geschichte von Kel'Thuzad erzählt wurde, den fand ich richtig genial. Das war auch, glaube ich, einer der ersten richtig krassen Trailer mit Vertonung, die Blizzard damals gemacht hat. Also, das war also so ein Trailer in Ingame-Grafik, aber mit Vertonung. Richtig, richtig gut. Und da gab es halt auch nochmal ein Vor-Event, aber warum Naxxramas ein bisschen verschenkt war. Naxxramas war damals so schwer, der Zugang war so hart, also man musste so gut equipped sein, die ganze Gruppe, dass eigentlich nur ein Bruchteil aller aktiven Raid-Gruppen überhaupt in der Lage waren, Naxxramas ernsthaft anzugehen. Ansonsten war der Dungeon halt in Classic knüppelschwer und die allerwenigsten Spieler haben den mal von innen gesehen. Ich habe ja damals so ein bisschen damit gerechnet, dass sie danach auch auf Arthas, auf den Lich King eingehen, denn Kel'Thuzad ist ja einer seiner Schergen. Mein Mana ist zu niedrig. Aber haben sie dann nicht gemacht. Also für mich war das damals so, ah ja klar, jetzt machen wir Kel'Thuzad und danach geht er direkt weiter zum Lich King. Nee, der kam dann erst viele Jahre später. Ah ja, da ist Dalvar Mistmantel 32, den kriege ich nicht tot. Oh, der kommt doch direkt an. Der alte Dalvar. Nee, da muss ich noch mindestens 3 Level machen. Ich kann ja mal aus Joke mal probieren. Aber ich glaube nicht, dass wir den kriegen. Nicht mit 6 Level Unterschied. Also da kann ich alles zünden, was ich habe. Und so viel habe ich ja gar nicht. Das war halt so krass, ne? Als dann Naxxramas wiederkam mit Wrath of a Lich King. Da war Naxxramas nur noch so ein Schatten seiner selbst irgendwie. Wow! Wow. Boah. Boah, Stalwan, du Spast, ey. Ich bin außer Reichweite. Boah. Also ich kratze ihn ein bisschen an. Ja, der macht mich fertig. Alter. Und gibt mir auch noch seinen Fluch hier. Ah ja, und verringert mein Angriffstempo negativ, also erhöht es sozusagen. Die Zeit zwischen den Angriffen, so rum. Die Cast-Zeit. Oder? Nee. Ich glaube, die Zeit, in der Global Cooldown runterläuft, naja, auf jeden Fall schwer. Das waren die letzten beiden Raids eigentlich gewesen damals, genau. Ankyurei 40, also Ankyurei 20, das war aber ein Übergangsraid, den konnte man auch
schon machen, wenn man BWL noch nicht durchequippt war. Ankyurei 40, da musste man BWL durchequippt sein. Das musste man auch wirklich. Der Raid war bockschwer. Also der war so richtig, richtig bockschwer. Und dann, ja, kam Naxxramas. Und Naxxramas war auch bockschwer, war ultimativ bockschwer. Ich weiß, es gab damals einen riesen Run auf dem First Kill auf Kel'Thuzad, wenn ihr euch noch dran erinnern könnt. Ich weiß gar nicht mehr, welche Gilden das damals gewesen sind, die da im krassen Battle miteinander waren. Müsste ich mal schauen. Grüße. Auf jeden Fall scheiterte es am Respawn. Und zwar gab es damals einen berühmten 1%-Wipe. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff 1%-Wipe kennt. Und zwar, so ein Boss hat ja viele Millionen Punkte Lebenskraft. Vor allem, wenn er auf 40 Spieler skaliert ist. Also ob er Millionen hatte, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es war auf jeden Fall schon ziemlich viel. Ich glaube, Ragnaros hatte ein paar hunderttausend gehabt. Und das war richtig, richtig viel. Bedenkt, dass ein Spieler jetzt damals noch keine 40k DPS gefahren hat. Ich glaube, Ragnaros hatte so 500.000, 700.000 oder sogar 1 Million. Ach, auf jeden Fall hatten diese Bosse unglaubliche HP-Zahlen. Und da kam es natürlich vor, dass gerade wenn man in der letzten Phase war, haben die manchmal noch mal ein bisschen mehr Power gehabt. Und da musste man ganz schön kämpfen. Und dann im letzten Prozent hat es dann teilweise, haben dann die Healer kein Mana mehr gehabt, konnten nicht mehr heilen, sind die Spieler gestorben. Die Damage-Dealer, die Magier zum Beispiel oder Hexenmeister hatten kein Mana, konnten nicht mehr richtig Schaden machen. Die Schurken hat es vielleicht weggehauen und so weiter und so fort. Paladine mussten buffen, hatten auch kein Mana mehr, konnten nicht mehr buffen, waren damit nutzlos. Spaß. Ja, und dann ist man halt gestorben bei 1%. Da gab es damals einen ganz berühmten 1%-Wipe. Weil danach hatte eigentlich die Gruppe, ich muss das nachlesen, welche Gilde das war, hatte eigentlich so für sich schon gesagt, jetzt haben wir ja den First Kill of Kel'Thuzad sicher. Den haben wir jetzt so richtig safe. Ja, ist dann doch nicht passiert. Weil Kel'Thuzad ist nicht gerespawnt. Darauf wollte ich hinaus. Ich glaube, die warten gerade echt alle darauf, ob hier noch ein Event losgeht oder nicht. Ja, Kel'Thuzad, die olle Sau, ist nicht gerespawnt. Es war ein Fehler. Sie haben dann zwar noch verzweifelt die GMs angeschrieben, weil sie waren in einem Wettrennen mit einer anderen Gruppe, die etwa gleich stark war. Und tja, der GM hat dann gesagt, sorry Leute, ich kann da jetzt gerade nichts machen. Ich kann ihn nicht für euch einfach nochmal neu spawnen. Das geht nicht. Der ist jetzt weg. Ihr müsst auf nächste Woche warten. Und dann weiß ich nicht mehr so genau, ob dann innerhalb noch der Woche oder dann zur nächsten Woche. Naja, auf jeden Fall hat sich dann die andere Gilde, Schrägstrich Gruppe, den First Kill geholt. Das war ein Riesendrama, weil Chancenungleichheit war ja sowieso immer... Ne, deutsche Gilden waren immer sauer, weil wir immer ein paar Stunden hinter den USA lagen. Nee, andersrum. Die USA war. Nee, die USA hat, glaube ich, früher die Patches bekommen. Aber wir waren vorher dran mit den Resets, oder? War das nicht so rum? Auf jeden Fall war eine Region auf die andere sauer, weil man da schneller den ID-Reset hatte. Dadurch, dass es früher 6 Uhr, also ist Mittwoch 6 Uhr morgens, ist ja immer der Reset. Der ist logischerweise in Deutschland oder in Europa früher als in den USA. Ich glaube, dass wir dadurch einen gewissen Vorteil hatten. Man muss sich das so vorstellen. Ich habe mal von For the Horde mal ihre Gildenanforderungen gelesen. Warum ich sage, dass das mit diesen 9 Stunden Zeitunterschied nach Kalifornien, warum das ein Vorteil ist, 9 Stunden früher die frische ID zu haben. Um das ganz kurz zu erklären mit der ID, man hat ja, wenn man in einen Raid geht, bekommt man eine ID und hat eine Woche lang Zeit, diesen Raid zu beenden. Also da respawnt auch nichts, außer Gegner, die sowieso respawnen würden. Wir fliegen jetzt übrigens gleich durch den Blackrock durch, das ist richtig cool. Glaube ich zumindest. Ah ne, wir fliegen außen rum.
Genau, also bis auf Gegner, die sowieso respawnen würden, respawnt nichts. Man hat eine Woche lang Zeit, den Raid zu beenden. Und danach ist der nächste Reset am darauffolgenden Mittwoch um 6 Uhr morgens, wenn dann die Server kurz gewartet werden. Deswegen war mittwochs auch immer richtig viel los, weil dann sind die Gruppen wieder losgezogen, haben die neue ID aufgemacht. Denn man wollte ja so viel wie möglich davon haben. Vor allem, wenn man im Progress war, wollte man keine Zeit verlieren. Und bei den ganz großen Gilden, For the Horde ist eine von den ganz großen Gilden gewesen, gehörte es zum guten Ton, natürlich dann im Progress richtig reinzupumpen. Da hat auch die Gilde verlangt, dass man das Privatleben zurückstellt. So, also wer das nicht gewollt hat, wer gesagt hat, das ist mir too much, das ist mir zu krass, der war einfach nicht der richtige Spieler für For the Horde und hätte sich bei einer anderen Gilde bewerben müssen. Oder hätte sich lieber eine andere Gilde gesucht. Ich habe mal die Anforderungen von denen gelesen und die haben halt geschrieben, also For the Horde hat damals, als es die Gilde noch gab, haben sich Spieler gesucht, haben gesagt, wir nehmen nur Spieler, die davon ausgehen und überzeugt sind, der Beste ihrer Klasse auf dem Server zu sein. Wer das nicht ist, in Sachen Equip, in Sachen Skill, der braucht auch nicht rüber transen auf den ihren Server. Der braucht sich auch gar nicht bewerben. Sie nehmen nur, wer wirklich zu den Besten zählt. Und sie raiden an, ich glaube, sie haben geschrieben, im Progress raiden sie jeden Tag mehrere Stunden, also kann man sich vorstellen, 6 Stunden jeden Tag wird geraidet. Das ist das Pensum, außer wenn man den Raid schon auf Farmstatus hat und es gerade keinen neuen Raid gibt, dann wird man ein bisschen lockerer. Aber wenn der Progress da ist, vor allem wenn das Rennen um die World First Kills ist, dann wird jeden Tag geraidet, sobald es geht. Also sobald die Gruppe voll sein kann, gehen sie los. Und das kann man sich dann so vorstellen, wenn die dann 9 Stunden Zeitunterschied haben zu Amerika, dann können die auch schon 9 Stunden früher loslegen. Und wenn man in der heißen Progress-Phase ist, dann gibt einem das einen gewissen Puffer. Natürlich nur bedingt, weil man muss ja auch irgendwann mal schlafen und man muss ja auch die Bosse davor legen. Also nur weil die neue ID da ist, rennt man ja nicht sofort zu Kel'Thuzad. Ich glaube, hier oben ist hier oben nicht sogar der Flughafen? Ne, der ist da oben irgendwo. Was wollte ich sagen? Genau, also nur weil die neue ID da ist, rennt man ja nicht sofort zu Kel'Thuzad, sondern man muss ja davor auch alle Bosse und anderen Gegner wieder töten. Aber man hat halt einen gewissen Zeitvorteil. Und das fand ich schon ziemlich krass bei For the Horde, das mal wirklich vor Augen geführt zu bekommen. Ich habe mich irgendwann mal für Playmassive mit einem Gildenmeister einer sehr erfolgreichen Raid-Gilde zu Cataclysm-Zeiten unterhalten und der hat mir gesagt, dass es bei ihnen immer noch so ist, dass sie Spieler bevorzugen, die Studenten oder Arbeitslose sind. Also wenn es darum geht, wirklich sicherzustellen, haben die Leute Zeit. Weil wer Familie hat, wer einen festen Job hat oder Schüler ist, dementsprechend noch jung ist, von den Eltern abhängig ist, da gibt es dann immer wieder Komplikationen. Und wenn du wirklich im Progress bist, das war eine Top-10-Gilde gewesen, also die war damals in den Top 10 bei WoW Progress, dann schaffst du es halt nicht. Dann schaffst du es halt einfach nicht, denn dann hast du nicht genügend Leute, nicht die richtigen Leute? Dann hauen dir die Leute ab. Oh, ich kann gerade nicht. Muss irgendwas im Real Life machen. Was kann ich für euch tun? So. Muss. Keine Ahnung. Muss morgen früh raus. Meine Mama hat gesagt, ich darf heute nicht so lange machen. Sorry Leute, morgen muss ich eine Extraschicht übernehmen. Kann gerade nicht raiden. Grüße der Main Tank. So. Ja, das ist natürlich ziemlich doof. Deswegen hat man da dann auch immer auf Spieler zurückgegriffen, die sicherstellen konnten, dass sie eine gewisse Zeit auch für das Spiel aufbringen. Fand ich krass, das da mal wirklich zu sehen.
Ich sage ja, okay, man muss ja nicht damit spielen. Ich sag mal, es gibt ja nicht nur diese Gilde und wenn man da nicht dabei ist, dann gibt es keine mehr. Also bei unserer Gilde zum Beispiel wird es gar nicht so sein, dass es da irgendwelchen Druck gibt. Der einzige Druck, den ich gebe, ist, dass Leute, die 3 Monate offline sind und wahrscheinlich davor auch noch nie irgendwas haben von sich hören lassen, dass die aus der Gilde entfernt werden. Ansonsten, wer kurz Bescheid gibt, hey, bin mal ein paar Wochen nicht da, hab was zu tun oder so, ne, das ist alles locker. Wir versuchen natürlich, PvP und Dungeons innerhalb der Gilde zu machen, vielleicht sogar mal einen Raid, wenn sich genügend Spieler finden. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Wir werden auf jeden Fall locker spielen. For the Horde hat das nicht gemacht. Und viele andere Pro-Gilden haben das auch nicht gemacht. Ich verstehe das aber auch. Ich meine, die wollen was erreichen. Eine Kette ist immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Und du erreichst halt nichts, wenn du nicht Leute dabei hast, die 100% mitziehen. Wenn du einen dabei hast, der nur 80% mitzieht, der zieht halt dann die Leistung der ganzen Gruppe runter. Also das ist dann natürlich ein bisschen blöd. Weil man wirkt natürlich erstmal wie so ein Menschenfeind, so, oh, ne, guck dir mal die an, die nehmen ja nur die Oberpros und da muss man ja so ein Suchti sein, so ein Hartz-IV-Suchti. Ja, ist aber so. Irgendwo musst du ja die Zeit dann hernehmen, also nicht, dass ich sage, oh, ihr müsst auf jeden Fall arbeitslos werden, aber ich kann schon verstehen, dass diese Gilden gesagt haben, wenn jemand sich bei uns bewirbt, der arbeitslos ist, dann wissen wir auf jeden Fall, er hat die nötige Zeit. So hart und dämlich, wie das vielleicht klingen mag. Und ja, ich finde das auch dämlich. Aber für die war das halt Wurst. Da zählte halt die Anwesenheit und nicht, was derjenige für einen sozialen Status hatte. Was ja auch wieder, finde ich, ein Pluspunkt für Online-Rollenspiele ist. Ne? Es geht halt danach, was du im Spiel bist und nicht, was du im echten Leben bist. Ne? Du kannst im echten Leben der totale Macker sein. Das interessiert nur niemanden, der halt auf dich im Spiel zählt, weil wenn du es da nicht bringst, der Rest ist eigentlich dann egal. Bin ich sehr gespannt, wie das denn jetzt aussehen wird, ob es dann wieder sowas geben wird wie World First Races, also ob die wirklich so spannend sind wie früher, dass man da wirklich die ganze Zeit im IRC mit abhängt. Gut, IRC gibt es heute nicht mehr, ist dann heute wahrscheinlich Discord, dass man die ganze Zeit im Discord abhängt und dann dort darauf wartet, wie läuft es bei denen gerade, haben sie jetzt Ragnaros down und gut, heute braucht man glaube ich nicht mal im Discord abhängen, also früher hat man im IRC gehangen, wenn man jetzt richtig Fan war und hat darauf gewartet, dass einer aus der Gildenleitung schreibt, ne, haben Boss X jetzt down, hier ist der Screenshot, der Kill-Screenshot. Heute braucht man auch nicht im Discord hängen, heute hängt man dann wahrscheinlich eher bei Twitch ab, weil dann die großen Gruppen, Gilden werden auf jeden Fall irgendwelche Leute dann bei Twitch rumhängen haben, die halt dann die Tries zeigen. Weil früher hat man natürlich versucht, auch mit den Strategien immer noch so ein bisschen hinterm Berg zu halten, weil wenn du als erste Gruppe der Welt es geschafft hast, die Strategie für die Twin Emperors herauszufinden und sie erfolgreich angewendet hast, dann warst du was Besonderes. Dann warst du wirklich was Besonderes. Und solange, bis das keine andere Gruppe, / Gilde gecheckt hat, warst du erstmal, ne, du wusstest, wie es geht, alle anderen sterben. Und das war auch ein Vorteil, ne? Denn solange es ja die konkurrierenden Gilden nicht wissen, können sie nicht nachziehen. Gut, heute kennt man ja die Strategien, deswegen kann man das alles ruhig zeigen. Das kann man ja alles nachlesen. Über 10 Jahre gibt es diese Raids schon. Also ich denke, dass es wesentlich schneller gehen sollte, bis die großen Achievements eingeholt sind oder reingeholt sind. Aber spannend ist es trotzdem, ob sich da vielleicht auch wieder die eine oder andere ehemalige Gilde wieder zusammenfindet. So richtige Classic-Gilden wie Death in Texas oder so. Death in Texas waren, glaube ich, die das erste Mal die Twin Emperor legit besiegt haben. Tod und Steuern. Ich dachte immer, ich habe das damals in der WoW-Nacht gehört, die heißen Death in Texas, also Tod in Texas. Aber nein, Death in Texas, also Tod und Steuern. Ja, bin ich sehr gespannt, ob es sowas wieder geben wird. Ich würde das ja feiern. Oder genauso
auf Twitch irgendwelche Marathons von Leuten, die halt PvP Rang 14 haben wollen, würde ich auch megamäßig feiern. Also da, mit sowas kriegt man mich ja. So, ihr lieben Leute, langsam aber sicher kommt auch diese Folge zum Schluss und ich habe die Befürchtung, dass es die letzte Folge jetzt wirklich ist, aber nur für die Beta. Jetzt hier noch keine Abschiedsstimmung, denn wir legen ja noch in den nächsten Tagen mit dem Zwischenprojekt los. Draki und ich spielen auf 8.2, fangen dort neue Chars an, also Chars aus WoW Classic. Werden ein bisschen über die Lore quatschen, noch ein bisschen über alte Zeiten quatschen, ein bisschen über das Gildenprojekt quatschen. Mit dem Start des Servers, des Classic-Servers, geht dann auch die Classic-Gilde offiziell los. Da wird es auf jeden Fall in den nächsten Tagen noch genügend Umfragen geben, also bitte haltet auf alle Fälle den Community-Tab im Auge, denn dort werdet ihr alles erfahren. Ich werde auch in den WoW-Videos mit Draki auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Das werde ich natürlich machen, weil das ja auch mega wichtig ist. Und dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Denke ich mir so, oder? Also ich bin da allerbester Dinge, dass das richtig, richtig toll wird. Wie gesagt, macht euch keine Gedanken, lasst es auf euch zukommen. Deswegen ist noch keine Endstimmung hier, kein, oh, es ist weg und es wird nie wiederkommen. Nee, nee, wir starten dann natürlich wieder durch, das habe ich euch versprochen. Und genau so werden wir das auch machen. Ich suche nur gerade eigentlich einen schönen Punkt, um diese Videoreihe zu machen. Zu beenden. Wir brauchen ja noch einen guten Namen. Wie soll eigentlich dann das Zwischenprojekt heißen? Da könnt ihr gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich werde auch nochmal auf dem Community-Tab dazu ein Posting machen. Wie soll eigentlich das Zwischenprojekt heißen? Bei WoW Classic kann ich es ja nicht nennen. Es ist ja kein Classic. Und das wäre dann für viele wahrscheinlich sehr viel Verwirrung. Deswegen schauen wir da einfach mal. Dann sehen wir schon. Ich suche eigentlich nur gerade einen. Nee, hier sind wir noch falsch. Ich glaube, ich weiß gerade auch nicht so wirklich mit mir, wo ich hin will. Ich glaube, wir laufen einfach diese. Nee, da geht's zur Burg Stromgarde. Der Tandol-Übergang. Schön hier, oder? Ich mag das Arati-Hochland. Oh Gott, Dunkeleisenzwerge. Auf und weg. Genau, deswegen jetzt keine schlechte Stimmung hier. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Videoreihe. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sie ist größer geworden, als ich mir hier vorgestellt habe. Und den Hauptanteil an diesem Erfolg, den tragt natürlich ihr. Denn ihr habt das hier alles möglich gemacht. Ihr habt ja, mir ermöglicht, mit euch hier eine wunderbare Zeit in WoW zu verbringen. Und da bleibt mir nichts anderes übrig, als mich vor euch zu verneigen. Die Verbeugung zu machen und zu sagen, ihr lieben Leute, vielen Dank dafür. Vielen lieben Dank, dass wir es geschafft haben, gemeinsam coolen WoW-Content hier auf den Kanal zu bringen. Hoffentlich den Spatenstich gemacht haben für eine rosige WoW-Zukunft. Ein World of Warcraft, in dem wir gut und gerne leben. Nee, ein wunderschönes Projekt. Also wie gesagt, ich habe auch so viel nochmal dazugelernt. So viel Altes und Neues nochmal erfahren. Ihr habt mir an so vielen Stellen weitergeholfen. Das ist echt krass. Also das kann ich gar nicht alles in Worte fassen. Und deswegen ist es ja auch schön, dass es nicht endet. Es betrifft ja wirklich nur diese Reihe. Die Let's Play-Reihe von der WoW Classic Beta. Aber die richtige Let's Play-WoW-Reihe, die kommt ja noch. Leute, die kommt ja noch. Da dürft ihr mehr als alles andere drauf gespannt sein. Ich bin's auf alle Fälle, da könnt ihr euch sicher sein.
Und dann geht das hier richtig los mit Boga, mit Raki im Livestream auf YouTube. Es wird auf jeden Fall, weil es ja auch gefragt wurde, es wird eine Let's Play-Reihe werden, ne, die teilweise im Livestream gespielt und aufgezeichnet wird. Teilweise nehme ich die so auf. Aber auf jeden Fall wird das eine Let's Play-Reihe werden. Ob ich, ja, also eigentlich schon, das ist keine Frage mehr. Natürlich werde ich 1 auf 60 im Let's Play zeigen. Mit meinen Freunden zusammen, mit euch zusammen, in der Gilde natürlich. Ne, dann werden auch mal Community-Mitglieder auch mal dabei sein natürlich in den Aufzeichnungen. Also, dass wir da auch, wenn wir dann zum Beispiel in die Dungeons gehen, dass wir da auch ein paar Leute natürlich mit im Voice-Server haben oder auf dem Voice-Server haben. Ja, dann werden wir verschiedene Events machen, PvP, PvE, vielleicht einen schönen Tavernenabend, da freue ich mich ja richtig drauf. Also es wird auf jeden Fall ein richtig tolles Programm. Ich habe da schon sehr viele Ideen. Mal gucken, wie und wo und wann wir die umsetzen werden. Es wird einfach großartig. Ich freue mich so unglaublich auf diese Videoreihe, Livestream-Reihe, alles, was damit zu tun hat. Und den Spatenstich, den haben wir jetzt gemacht mit immerhin fast 47 oder eigentlich ja 47 Videos. WoW Classic. Das ist echt krass. Also Classic Beta. Das ist echt krass. Deswegen würde ich sagen, bleibe ich jetzt einfach mal stehen. Man muss auch mal stehen bleiben können. Und das mache ich jetzt. Bedanke mich nochmal recht herzlich bei euch. Wie gesagt, das geht jetzt morgen, übermorgen geht es weiter. Wahrscheinlich am Sonntag. Also das ist dann für euch morgen. Mit dem Zwischenprojekt. Und dann natürlich nach der Gamescom, wenn Classic startet, geht's los. Bis dahin wird es noch ganz viele Umfragen geben. Welche Fraktionen wir spielen, PvE, PvP, vielleicht sogar zum Gildennamen wird es auch nochmal Umfragen geben. Also das wird wirklich sehr viel mit euch zusammen gemacht, denn das soll ein Community-Projekt werden. Anders macht das für mich keinen Sinn. Und dann wird das einfach nur toll. Deswegen, ihr lieben Leute, schade, dass es das mit dem Event nicht geklappt hat. Aber ich bleibe jetzt auch hier. Ich porte mich jetzt nicht zurück. Ich schaue nachher nochmal rein. Wenn es was richtig Krasses gibt, dann schaue ich da nochmal rein. Wenn es nichts Krasses gibt, dann ist das jetzt wirklich der Schlusspunkt hier. So behandle ich das Ganze jetzt auch. Und dann geht's auf jeden Fall mit WoW bei mir weiter. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für den Support, fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Kommentieren, für all die viele positive Energie. Vielen lieben Dank, haut rein und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. BB, euer Hyuga.